Sender aufnehmen? YouTube. Ach, so ein YouTube-Kanal? Ja, mit fast 20 Abonnenten würde ich 20 haben. Dann habe ich endlich meinen Meilenstein erreicht. Und zwar kriege ich dafür von TubeBuddy eine ausdruckbare Urkunde. Das habe ich schon heute bekommen für 40 Uploads, was ich sehr cool finde. Weil das war einfach nur so eine kleine Dings, die ich mir runtergeladen habe. So eine kleine App, so ein Add-on sozusagen für YouTube. Was ich eigentlich ziemlich nice finde sogar. Ja, also, wir das dann? Wollen wir machen, du nimmst jetzt auf oder nimmst du nachher auf? Ich nehme gerade schon auf. Nein, ich habe Metall gebaut! Nein, geh weg! Böses Metall! Okay, also, ich sag jetzt nur mal kurz, was hier Sache ist, ja, Leute? Falls ihr es nicht gesehen habt, wir bauen gerade ganz Luke late, genau. Loot deine Mutter. Mit Stein zu. Das wird lange dauern. Wenn ich weiß, wen Zeitraffer geht, also wenn ich nicht geistig behindert bin, nichts gegen geistige Behinderte, also nichts gegen geistig Behinderte, ich habe selbst geistig Behinderte in meiner Familie, ich will nicht, dass sich irgendwer jetzt hier ein bisschen Dings fühlt. Genau. Aber ja, dann werde ich einfach einen Zeitraffer machen und nur die wichtigsten Momente Endzeitraffern. Wenn das eine gute... Da liegt aber ein Chuck-Chuck rum. Da liegt noch ein Chuck-Chuck rum. Wenn das eine gute Idee wäre. Wenn ich es denn schaffe. Ich hoffe, man hört mich auch. Ja, man hört dich, hoffentlich. Also, weil ich jetzt nicht... Falls nicht, ist auch egal. Leute, folgt mir alle auf Instagram. Tops_2001. So, Eigenpromotion. Eine Frage. Hattest du mal selbst einen YouTube oder hast du einen YouTube-Channel? Also theoretisch habe ich einen YouTube-Channel, aber ich habe keine Videos hochgeladen. Also nur, um Leute halt zu abonnieren und zu finden, ne? Ja, aber ich meine jetzt so mit Videos machen. Das habe ich nicht, nein. Und ich hatte aber mal die Idee. Also ich hatte es mal vor. Okay. Also ich hatte es mal vor, aber ich wollte es halt nicht in so einem jungen Alter machen, weil... Ich weiß halt, es ist unfassbar schwierig, in dem Alter eine gute Reichweite zu erlangen. Aber ich kenne persönlich eine, das ist eine Freundin meiner eigenen Schwester. Und die. Hast du gerade gesprochen? Nein. Ich baue gerade. War das Haus ist über mir kaputt gegangen. Meine Schwester hat aber eine Freundin, die wirst du vielleicht vom Namen her sogar kennen, die heißt Domino Kati. Auf YouTube. Leider nicht. Die hat, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 760 oder 770.000 Abonnenten. Wow. Tja, ja gut, ne? Und von der kenne ich halt dann auch so richtig viele YouTuber-Insider. So, kennst du Rezo? Mhm. Der sagt ja immer, er hat keine Freundin, ne? Mhm. Was ja prinzipiell auch stimmt. Grund dafür ist, er hat eine Frau. Okay, und woher weiß sie das? Weil die schon bei ihm war, die haben schon zusammen Videos gemacht. Kannst du mal eingeben auf YouTube, Rezo Domino Karten. Die haben so ein, ich weiß nicht, Weihnachten? Ich glaube, die haben so ein Weihnachts-Advent-Ding gemacht. Cool. Das große Haus, guck mal auf die Map. Guck mal auf die Map, warte. Das da hier steht nicht mehr. Das habe ich gerade komplett abgebaut, da liegt ganz viel Stein. Ja, ich habe mir gerade noch, also hier liegt auch noch irgendwie 3000 Steine oder so, da habe ich mir gerade einen Tausender genommen, ne? Vor allem, also, nein, jetzt hat er das schon wieder gebaut mit Metall, oh nee. Dun, 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 dun. Warum baust du denn jetzt hoch? Ich habe gerade, okay, dann hatte ich gerade einen Knick in der Optik. Oh nein, wird überhaupt noch mal hell? Oh ne, das wird ekelhaft. Oh, ich will aber eine helle Aufnahme. Nein. Vor allem 1000er sind ja 99 Plattformen, ne? Ja. Da frage ich mich gerade so, wie viele Plattformen wird das da ja denn so benötigen? Zu viele. Da stimme ich absolut zu. Wir sollen Plattformen bauen, keine Treppen, Kevin. Nein, jetzt baut er das schon wieder mit Metall. Ah, nein!
Junge, ich kack ab, ne? Ich krieg so einen Hals, ja. Ich hab auch einen Hals. Oh, cool. Ich auch. Voll wird Fanclub gründen. Ja, bitte lass den YouTube-Kanal aufmachen. Leute, mich halt. Beste Idee. Falls das irgendwer macht, ich copy-strike euch. Das war unsere Idee. Nein, das geht dann immer so los. Wie viel ist dein Hals wert? Kennst du diese Videos, die so sagen, so wie viel ist dein Outfit wert? Oder wie viel ist dein Outfit wert? Kennst du diese Videos? Ja. Also wie viel ist dein Hals wert? Nee, es geht los. Er hat einen sehr großen Kehlkopf. Bei unserem YouTube-Kanal geht es dann so. Hallo Videos und herzlich willkommen zu einem neuen Freunde. Nein, ich wollte. Nein, warum bin ich so ganz behindert? Ich sollte. Du kleiner Schlingel. Soll ich den Kack hier abbauen, ja, ne? Ja. Dann würden wir aber so Items rumschweben, ne? Werf die mal ins Wasser. Mach die. Ach, du doch. Och, diese Kacke mit Metall, ne? Ach, komm, ey. Weißt du, wir können es halt auch eigentlich einfach verarbeiten. Müsste man den Scheiß nicht abbauen, aber ist egal. Ich weiß nicht, ob ich gerade eine gute Strategie habe, aber ich schätze mal. Da hoffe ich zumindest. Hör auf zu schießen, Junge, wenn er irgendwann kaputt geht, dann sieht das scheiße aus. Ey, Junge! Wenn der Schuss daneben geht, dann müssen wir das reparieren. Das sieht scheiße aus in seinen Lücken drin. Wird er es schaffen? Ja oder nein? Nein, jetzt wollte er schon wieder mit Metall! Meine Fresse! Ups. Doch bin ich ins Wasser geplimpst. Da fährt ein Auto. So, jetzt mache ich mal das Fenster zu. Sonst nervt euch. So. Alter, wie das schon aussieht. Oha. Ja, Mann. Wie meine Frames auch aussehen, das ist lächerlich. Ey. Bruder muss los. Zack, Metall. Ne? Ich mach mal so zwei rein auf einmal. Wow. 92 Stein. Alter, der Shit bringt's jetzt. Das bringt's zum Überlaufen! Ja, leider. Warum leider? Weil das Game dumm ist, finde ich. Ich habe das früher übel gefeiert. Und habe bis vor einer Zeit auch noch gespielt, weil ich halt noch keine Switch hatte zu dem Zeitpunkt. Weil du noch kein was? Ich hatte die Nintendo noch nicht, die Nintendo Switch. Du hast eine Nintendo Switch? Ich spiel gerade auf der Switch. Du spielst gerade auf der Switch? Ja, und die ganze Zeit. Ja, moin. Okay, nice. Hä? Hast du mich von ihm gefragt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf einer Switch spielt. Nein, das war der andere. Da meinte ich so, nee, das ist eigentlich nur, du meintest dann, das ist ein Controller. Da meinte ich so, genau, der ist halt nur ein bisschen clunkier. Ja. Magst du eigentlich diesen Dings? Was? Diesen, wie hieß der? Planky? Nee, Planky würde ich befreundet, das würde ich nicht fragen. Diesen anderen, den ich Kevin genannt habe. Ach, der sieht auch so. Nee. Der hieß. Wie hieß der? Switches oder so, ne? Nee, das war. Nee, das war. Warte mal. Finn? Finn, genau, Finn. Ah, ja, genau, doch, ja. Ich mag den nicht, der ist irgendwie voll pissig. Ah. Der hört sich immer Depri an. Außerdem nervt er mich. Ja, weißt du. Junge. Ja, Mann. Nein, man kann den nicht abbauen, ne? Was kann man nicht abbauen? Den Automaten hier. Hier ist eine goldene Automat und ich habe Angst, dass du dir da dann was kaufst und einfach alles kaputt machst. Weißt du, was man sich da holen kann? Ein Rocket Launcher? Zum einen.
Warum sollte ich mir bei etwas, was ich selbst, wo ich selbst richtig viel reinstecke, das kaputt machen? Alter, ich weiß gar nicht, wo ich Sachen reinstecke. Zum Beispiel Zeit in eine Arbeit. Ja, ich auch. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon bei den irgendwie 50 Frames, wow. Oh mein Gott, wenn ich mich bewege, 40 Frames, ja gut. Ja gut, hab ich gesagt, dass das jetzt ein bisschen viel ist. Wir sind irgendwie mit der Hälfte erst fertig. Wenn nicht irgendwie ein Drittel oder so. Ich sehe bei mir gar nicht wie viel, aber... Irgendwann wird das... Ja, hast du deine Render-Distanz richtig niedrig, hundertprozentig. Scheiß Wand, du blödes Mistvieh, geh kaputt. Junge, bis wir hier fertig sind. Wir haben theoretisch. Ah doch, es wurde wieder Tag, sehe ich gerade. Ja, jo, stimmt ja. Ey, wenn ich das jetzt hier kaputt mache, also diese letzte Wand, wird dann das ganze Material droppen? Von dem Rest? Kümmer? Tobi? Kümmer? Hier, wenn ich das kaputt mache? Ich baue mal noch ein paar. Ja doch, ich baue mal ein paar, weil dann besteht die Gefahr nicht. Ja, aber wo meinst du, wo du es kaputt machen willst? Das hier. Die Wand, wenn ich die kaputt mache, droppt das ganze Material von den anderen auch. Ja, guck dich mal um. Ja. Weiß nicht, ich glaube innen drin. Nee, innen drin sind noch Pfähle. Ich wurde, selbst wenn es droppt, ist mir scheißegal. Ja doch, droppt alles. Ist aber scheißegal. Droppt das? Nee, das ist nicht gedroppt. Ja gut. Ob das Material. So, ich droppe nichts, hätte ich dir sagen können. Was denn das? Kühlschrank. Ah, nee, warte. Ah, ein Grenade Launcher, ach du Scheiße. Oh, ein Rocket Launcher, ach du Scheiße. Und? Noch eine Heavy Pump. Ja, moin. Und? Letztes ist wichtig. Ja, ein Grenade Launcher. Rocket Launcher. Moment. Heavy. Grenade Launcher und Rocket Launcher. Ich dachte gerade so, Alter, was willst du? Ich wollte gerade mein Dings öffnen. Dann habe ich gemerkt, ey, yo, das kannst du gar nicht mit dem Teil. Hast du noch ein Jumppad? Ein Jumppad, ja, aber kein Launchpad. Njong. Boing. Ach du Scheiße. Absolut krank. Ich hab's erzählt, ich hab die Taste nicht getroffen. Wie hast du die Taste bitte schön nicht getroffen? Ach, ich wollte so ein. Ich hab so eine Taste auf meine. Auf meinem Controller. Hä? Jetzt chill mal, ich hab einen Controller, wo ich direkt einen Screenshot machen kann, ne? Yeah! Gar nicht nervig! Ja, okay, was? Ja, dann mit dieser Taste kann ich direkt einen Screenshot machen. Und diesen Screenshot, oh no. Diese Screenshot-Taste habe ich gerade eben nicht getroffen, weil die ist nämlich auf der linken Hälfte und mit der linken Hälfte laufe ich. Dann bin ich halt auf das Jumppad gelaufen, also auf das Launchpad. Und wollte springen, dass ich das halt so machen kann, ne? Ich verstehe, Brudi, ich verstehe. Digga, guck mal, was ich gemacht habe. Ist gar nicht nervig oder so. Komplett null, nee. Oh mein Gott. Hier ist so viel Stein und wir müssen alles noch holen, ne? Vor allem, wir haben jetzt irgendwie schon 5000, wenn nicht 10.000 Steine reingesteckt, ja? Viel, viel mehr. Ernst jetzt? Also mit Holz wäre das kein Problem, aber Stein? Warum haben wir Stein genommen? Weil es cooler aussieht. Stein finde ich irgendwie auch bestes Material. Stein sieht so am Metall sieht hässlich aus. Ja, Metall sieht hässlich aus. Junge, Metall sieht aus, als hätte sich jemand ein Auto auseinandergeschweißt. So, als wenn dann sein Sohn gekommen wäre und versucht hat, das wieder so zusammenzukleben mit so Panzertape, so. Was kriegt man eigentlich von dem? Man kriegt da gar nichts von? Tja, pff, okay. Ey, es wäre eigentlich mega nice, wenn man so mit einem Einkaufswagen oder so Material transportieren könnte. Das wäre echt nice. So, oder wenn vorne das tötet. Wenn ich dir in diesem Modus hier Material schicken könnte. Das wäre nice. Aber so mit einem speziellen Item, zum Beispiel einer Drohne oder so. Weißt du? Da, die Spitzhacke ist da schon wieder drin. Sieht eigentlich
Ja, Funtime Park, ne? Du sollst dich bespaßen. Also, du kannst auch in den Puff gehen, aber. Toll, Papa, toll. So, Papa. Ich bin nicht Papa-Schlumpf. Ich bin Daddy-Schlumpf. Sorry, ich feiere den Satz irgendwie. Nein, nein. Alter, hier ist ja immer noch. Ja. Ey, yo, Leute, alle mal unterstrich just unterstrich Fabian auf Instagram. Ich kann das nicht. Yo, ist in einem Lama nicht auch manchmal Stein drin? Material, ja. Stein kann ich dir nicht versprechen, aber schätz mal, ja. Ja, ja, aber Material. Weil dann können wir aber die ganzen Loot-Lamas looten. Loot-Lamas looten? Ich. Ja, im Drop ist auch drin, ne? Ach nee, jetzt hat er die Dings. Ich habe so eine saubitzige Seite gefunden. Wie heißt die? Und. Wie heißt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie die Seite hieß, aber die macht die ganze Zeit sowas wie Tag ohne Sex, ne? Oder schreiben da Leute so die merkwürdigsten Sachen, so. Tag 112 ohne Sex, ne? Und dann so. War heute im Hundepark, als die. Und als der Mann rief. Wer ist ein feines Mädchen? Habe ich ganz laut geantwortet mit ich, Daddy. Mein fucking Gott. Alter, das musst du abbringen, so ich, Daddy. Senpai. Da habe ich mich echt weggekillt. Ich, Daddy. Noch einen geilen Spruch, den ich gelesen habe, auf dieser Seite so. Oh, man kann die Geländer abbauen. Ja, ich weiß. Auch was mega geiles, was ich gelesen habe. So. Warte, wie war das nochmal? Irgendwie, bin extra eine halbe Stunde später losgelaufen, als ich eigentlich zur Party schon erschienen sein sollte oder so. Nur um dann, wenn mich jemand anruft, laut schreien zu können, ich komme, ich komme. Den verstehe ich nicht. Wenn man zum Orgasmus kommt, sagt man das. Ja, yep, Copyright. Orgasmus ist Copyright. Wusstest du das? Darf man eigentlich alltägliche Wörter Copyright machen? Nein, ich denke nicht. Ich denke mal, wenn du es in einem Satz verwendest. Ein Satz darf man Copyright vielleicht machen sogar. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Wort Copyright würdest, so lese, und ich jetzt aber nicht sage, ich nenne meine Firma Copyright, weil ich dann in der Form von Firma erwähnt habe, so, dann dürfte ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich glaube mal, wenn ich. Aber ich denke mal, wenn ich einfach so sagen würde, ja, glaubst du, das ist Copyright, dass ich dann. Also ich glaube, dann wird es nicht. Ich glaube, dann wird es nicht gelten. Ich schätze mal, es ist einfach nur so für Eigenerwähnung darf man das machen, aber für Promotion denke ich mal nicht. Zum Beispiel, ich weiß, dass aus Five Nights at Freddy's 5, glaube ich, war das, Charakternamen gecopyrighted wurden, bevor sie released wurden. Dass halt niemand plötzlich einfach mal so sagt, yo, den Namen nehme ich jetzt mal, ne, und dann darf Dings das nicht mehr benutzen, Scott Corton. Also der Ersteller von Five Nights at Freddy's. Ja. Also man darf jetzt nicht irgendwie freaking Foxy oder so sagen. Also man darf das schon sagen, aber man darf zum Beispiel jetzt nicht, wenn man ein eigenes Spiel entwickelt, zum Beispiel einen Klon von Five Nights, ne, dann so ein Dings haben, ein Animatronic, der dann halt Dings heißt, Foxy. Ja, ja. Logisch. Oh mein Gott, das sind die drei. Ich hab gerade, ich hätte 30 Jump-Heads. Glaub, also. Was ist mit einem 3 mit so einem komischen Symbol dahinter? Alter, der Kopfhörer tut so weh im Ohr nach der Zeit. Ich nicht. Also, ich hatte mal richtig harte Kopfhörer, ne? Ich weiß auch nicht warum, aber die hatten so Plastikränder.
Ich hatte mal auch einen richtig harten. Ja, einen richtig harten Arm hatte ich mal. Ja, ich auch. Hey, cool, wollen wir einen Arm-Fanclub gründen? Für arme Leute? Ey, ich habe letztens einen YouTuber geguckt, vielleicht kennst du den, der ist Excel 95 oder 59, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall meinte er, also er hat sich halt Milch gekauft, ne? Fettarme habe ich ja schon. Ja, genau. Genau. Denn Fettarme habe ich ja schon. Ich fand den irgendwie richtig nice. Den habe ich richtig gefeiert. Ja, ich hab's auch. Warum ist das Holz? Das ist doch kein Holz, Junge. Auf was hast du das? Auf Instagram habe ich gelesen. Was? Dieses, also was heißt gelesen? Ich habe so ein Video auf Instagram gefunden, wo er das sagt halt. Ich höre einen Drop. Du nicht? Cool. Doch, ich habe auch gehört, aber ich... Hier sind noch, Soll ich hier einfach mal... Weil ich mache das auch eigentlich... Macht aber eigentlich auch nicht so viel Sinn, oder? So ein Auto holen. Nee. Und dann Drops holen und dann hier überall das Stein hinlegen. Nee. Ich würde es nicht tun. Wo gibt's denn überall Autos? Also in der Wüste gibt's keine Autos. Hier, also Paradise. Hier waren auch immer welche. Also nicht immer, aber manchmal. Und hier. Und ich glaube auch hier. Und wo war's? Lazy, glaube ich auch. Weil es halt der Golfplatz ist, ne? Da findest du Golfautos. Ödes. Ach so, ja, und was auch ganz typisch für die Wikinger war, hier waren auch immer Golfautos. Schauen wir auf die Karte. Ja. Sind sie früher immer, also, über die Nordsee, ne? Geschippert mit ihren Golf. Mit ihren Golffägen. Was haben euch das eure Lehrer etwa nicht erzählt? Also, die sind immer mit dem Golfwagen über den Dings. Welches Fach ist dein Hassfach und welches ist dein Lieblingsfach? Physik finde ich richtig kacke. Ich hatte mal Latein, das war noch schlimmer. Latein, Junge. Ich wusste nicht mal, dass man ausgestorbene Sprachen noch lernt. Also, das wusste ich schon, aber... Nee, ich würde gerne Latein, glaube ich, lernen, obwohl es verdammt schwer ist. Nee, weil unten wurde oft gesagt, ja, man kann sich die meisten Sprachen dann ableiten. Und theoretisch gesehen ist es ja wirklich so, ne? Ja. Problem ist nur, in der heutigen Zeit verwendet man Wörter wie Social Media, Wörter wie ich hätte gerne ein Wasser oder guten Morgen. Oder ey du fetter Huren so. Oder solche Wörter, ja kein Scheiß, aber nicht sowas wie gestern Morgen ist Cicero's auf den Marktplatz geeilt. Dann hat er eine Flamme gefunden, die auf dem Boden lag. Er lief geschwind nach Hause, um seinen Feuerlöscher zu holen, um es auszumachen. Doch die... Ungefähr so hat es wirklich geklungen. Berechne gleich mal mit meinen mathematischen Fächern. Ah genau, warte, die Fächer, die ich geil finde, wo ich mag. Wo du magst? Sport ist geil. Mhm. Wirtschaft und Recht finde ich mega nice. Also wer es nicht weiß, ich bin fett, deswegen mag ich an Sport. Kann man das bearbeiten? Alter! Nee, ich will es drin lassen. Was? Was meinst du gerade mit bearbeiten? Ich wollte gerade so einen Boden bearbeiten. Hab ich gefragt, ob man den bearbeiten kann. Ich dachte, du meinst, ob du das Video bearbeiten sollst. Oder das, also rausschneiden sollst. Und dann meinte ich so, nee, lass das. Nee, dann, aber wirklich Wirtschaft und Recht finde ich ganz cool. Weil da ja. Lernt man immer so, was die eigenen Rechte sind und so, die man halt hat. Jetzt wird wieder Nacht und so in 2 Sekunden,
2 Minuten. Oh shit, da vorne, oha. Warten. Da sind 2 Loot Drops fast direkt nebeneinander. Die hole ich mir. Das sind 3 Kisten. Osterstein. Ja, 3 Kisten. Im normalen Modus schon sau viel, ne? Fuck, meine Batterie ist fast leer. Das ist nicht gut. Meine Batterie für die Controller ist bald leer. Scheiße. Über was redest du? Über die Batterie von meinen Controllern. Dann schließt die an. Geht nicht, weil es so einzelne Sticks sind. Dein Ernst? Ich hab von einem einzigen Osterstein. Alter, ich hab viel Stein. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Warte, ich baue schnell. Oha, ist hier. Oh, alter Typ. Ja, hier ist echt relativ matsch. Geil. Geh mal genau hier hin. Hast du gerade diese Explosion gehört? Ja. Digga, was war das? Ich meine, so ein Meteorit und zerstört uns die ganze Plattform. Fuck! Jo, neues Event, Meteorit zerstört in den letzten 2 Minuten von der Spielwiese so Loot Lake. So genau in Loot Lake rein. Und es gibt so eine Welle dann. Komm mal her zu mir. Ja, warte, ich muss das noch schnell. Oh mein Gott, warum bin ich eigentlich so dumm? Weil du ein Bimbo bist. Geh mal bitte hier hin. Oder? Hier hin. Warum denn da? Ich dachte, ich sollte jetzt zu dir kommen. Ja, komm mal zu mir. Okay, ich komme. Oh. Lal. Hier hoch, okay, wo ich jetzt im Moment stehe, okay? Ich laufe schon mal woanders hin. Und du siehst hier ganz viel Zeug und da läufst du überall durch, dass du den ganzen Stein, der hier ist, mitnimmst, okay? Das sind insgesamt vielleicht 200 erstmal. Das war ein Drop, schätze ich mal. Nee, das waren 3 Kisten. Alles, was hier liegt, guck, oder? Da, zack, dann noch da durchlaufen, da. Dann mache ich hier das Blutlama mal auf. Und du nimmst auf den Stein, der da rauskommt, falls einer rauskommt. Nicht da rauskommt. Hey! Oh, siehst du den kleinen Pisser da hinten? Den schieße ich mal gleich kaputt, wenn ich in der Nähe bin. Ja, nimm. Oder, ich seh ihn. Warte. Ich muss ihn töten. Warte. Na, ich hab ihn. Das war ein Lama. Oh, Junge. Yo, kriegt man viel Material. 200 aus einem Lama. Ja, wenn da was drin ist, übelst, okay. Aber warte, wir können noch Dings aus Dusty abbauen, ne? Die Wände. Stimmt. Nein! Hol mir jetzt erstmal den Einkaufswagen. Das ist viel schneller unterwegs. Ja, tu mal bitte. Die Batterie leer ist, habe ich halt ein riesengroßes Problem, ne? Weil wenn ich die Switch rausnehme aus diesem Dock, weil ich habe die gerade drin stecken, und wenn ich die aus diesem Dock rausnehme, wird die Internetverbindung kurz unterbrochen vom WLAN. Heißt, ich werde instant von Fortnite gekickt und werde halt, ja, bin halt dann nicht mehr in der Runde, ne? Jo, wie heftig das einfach aussieht! Alter! Ja, Mann, ich bin gerade durch ein Portal gegangen. Digga! Das alles muss erstmal rendern. Jo, Leute, das ist einfach viel zu heftig. Ich gehe mal an das andere Ende, weil, Digga, wir müssen dann nochmal ein Launchpad nehmen, das dann hoch. Auf Loot Lake, auf unserem gebauten sind jetzt 2 Loot Drops. Nice, wirklich mega witzig. Ich mach die auf. Ja, mach mal wegen mehr Mats. Nein, böse. Hast du bemerkt, dass manche Materialien schneller bauen als andere? Also schneller so dieses HP bekommen?
Zum Beispiel Holz bekommt am schnellsten. Ja, eben. Deswegen benutzen es ja auch alle. Ja, aber es hat keine maximale Dings wie zum Beispiel Metall, ne? Oder halt... Ich finde, genau deswegen ist Stein so richtig gut. Weil das halt mittelmäßig ist, ne? Ja, ich weiß. Ich habe ein legendäres Gar mit 1029 Schuss. Gut. Hab ich gesagt. Hast du gerade Mate gesagt? Ja. Aus meinem Haus raus. Ich bin nicht mal in deinem Haus. Aus meinem Spiel raus. Ich bin nicht mal in deinem Spiel. Warte, was? Hä? Hier war vorhin ein Einkaufswagen. Hä? Vorhin stand hier ein Einkaufswagen irgendwo rum. Nein, jetzt habe ich das aus Versehen ange... Digga, bin ich behindert oder war das gerade ernsthaft? Okay. Hey, ist wieder Tag geworden, ne? War schon die ganze Zeit Tag. Ah ne, Quatsch, es wurde wieder Nacht, ne? Hörst du das Klacken? Hab ich gerade. Ja? Ist das... Controller, weil ich gerade mit dem Einkaufswagen über den See hier rush. Rush den See mit deinem Controller. Ja, das ist ein Controller. Schwimmt mit dem Controller über den See. So meine ich das nicht, aber okay. So. Oh, ich mach's genau gleich nochmal. Ja, das ist wieder ein Steinmann. Und ich baue sie wieder falsch. Okay, aber ich habe keinen Stein mehr gefasst. Okay, Achtung. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gitarre ein bisschen. Also ich bin jetzt echt nicht. Ich bin jetzt echt nicht gut. Ich bin eigentlich ganz schön scheiße sogar. Ach, man muss einfach immer nur ein bisschen Selbstüberzeugung dabei haben. Ich bin introvertiert. Guck mal, ich weiß, wie ich dich jetzt immer finde. Du guckst auf die Karte. So oder so. Also ich sehe die ganze Zeit sowieso deinen Namen. Hey. Tja, Kevin. Hast wohl verkackt, Mate. Guck mal, wo ich hier noch so Loot Drops und so Shit finde. Ah, da vorne ist einer. Nein. Schnecken hier. Oder ist noch ein Lama? Den nackt schneckst du dir. Lama, drei Lamas direkt nebeneinander. Bitte was? Nee, war ein Prank. Aber ich bin gerade ein bisschen. Hallo? Ich hab ne. Verbug, S-Fuck. Was denn? Ich bin gerade im Einkaufswagen und hab aber noch das Ding ausgewählt, ne? Diese AR mit Zielfernrohr, ne? Ja. Und wenn ich R2 klicke, stumpfe ich ja diesen Einkaufswagen so sauschnell an, ne? Mhm. Wenn ich L2 drücke, ziele ich. Also dann sehe ich ganz viel. Aber wenn ich dann drücke, dann fahre ich einfach nur. Also ganz komisch. Warte mal, was? Nee, ich dachte. Lol, wenn ich das jetzt mitnehmen kann, mega geil. Opa. Alter, diese Drops nerven mich gerade. Oh Gott, wir haben 7 Minuten, dann kommt die Dings. Shit. Ja, wir müssen ja nicht alles vollbringen, aber wenn wir das, den größten Teil vom vollbringen würden, wäre ja schon nice. Haben das eigentlich Leute vor uns schön gemacht? Bestimmt gab's da Leute, die auch keine Hobbys hatten. Okay, ich habe jetzt keine Zeit mehr für irgendwie Einkaufswagen. Loot Lake zu bauen. Scheiße. Das haben halt echt schon Leute vor uns gemacht. Jo, wie geil das aussieht. Mit Pyramiden. Ja, die haben noch weniger Leben. Pyramide bauen ist richtig schwierig.
Aber ich finde, sowas ist eigentlich geil, wenn man einfach nur so baut. Finde ich auch. Deswegen habe ich ja gemacht. Und ich weiß alle immer mit dem Kack-Sniper-Battle. Ist zwar auch mal ganz witzig, aber die ganze Zeit immer nur wie dieses Sniper-Battle. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Hä? Hätten wir es geschafft, hätten wir schon von Anfang an dieses Ziel gehabt? Das ist jetzt so meine Frage. Weil ich denke, hundertprozentig ja. Ich glaube auch. Wie viele Minuten haben wir vorher verschwendet? Oh, ich habe diese Disc gefunden! Was hast du gefunden? Ich habe diesen Disc-Shooter gefunden. Der da diese Discs schießt. Warte, ich komme mal zu dir. Der ist da oben drupp. Auf beim Campingplatz. Lol? Digga, komm, wir müssen das richtig schnell machen, bitte. Ich möchte das geile Thumbnail haben. Wenn nicht, dann mache ich Photoshop, obwohl ich kein Photoshop habe. Alter, wie schnell du gerade baust. Oh, weißt du, was wir machen können? Was denn? Ich habe eine witzige Idee, was wir machen. Ich habe eine gute Idee. Wir photoshoppen das Thumbnail, so dass jeder draufklickt, weil es Clickbait ist. Ich werde angerufen. Warte mal kurz. Stefan, ich kann gerade ganz, ganz schlecht. Wir haben noch 5 Minuten 25, bis die Zone kommt. Wir spielen gerade Spielwiese. Wir bauen den kompletten Loot Lake zu. Und wir sind nur zu zweit. Können wir vielleicht machen, aber ich muss jetzt erstmal mein Zeug finden. Warte mal kurz. Fabi? Wo bin ich denn gerade eben ungefähr gestorben? Ich habe komplett Ding verloren. Ich habe keine Ahnung. Ah, da vorne bin ich gestorben. Dann ist da nämlich auch. Wir können es nämlich so machen. Einer setzt sich in den Einkaufswagen rein und baut die ganze Zeit. Das geht. Was geht? Dass einer sich in den Einkaufswagen einfach reinsetzt und baut. Ja, ich habe gerade gefragt, ob das geht, Digga. Was hast du gefragt? Ich habe mich gerade gefragt, ob das wirklich geht so. Ich glaube schon. Ja, man kann ja vom Einkaufswagen ausbauen. Ja, dann hol den Einkaufswagen. Ich baue schon mal jetzt los, ne? Da müssen wir noch. Und da. Ach du Scheiße, dann mache ich erstmal das hier. Oh no. Wir schaffen das niemals. In 4 Minuten. Alter, wenn ich jetzt vielleicht noch wüsste, wo der Einkaufswagen wäre, wäre halt auch nice. Ich habe keine Ahnung, wo der Einkaufswagen ist, wirklich nicht. Fuck. Ich weiß nicht, wo er ist. Dann komm, hol Material und bau mit mir einfach. Mach einfach, schnell. Mach einfach schnell. Wir haben noch 3 Minuten 20. Stefan. Wer ist also, Stefan? Halt schon heftig aus, ne? Ja. Nein, er hat jetzt wieder mit Metall gebaut. Ey, können wir auch mit Holz bauen? Komm, wir müssen das mit anderem Material bauen. Sonst schaffen wir das nicht. Okay? Ja, okay. Ja, mach einfach. Halt. Wir haben noch 3 Minuten, Digga. Ich glaube, wenn man da. Oh fuck, jetzt fängt es übelst an zu laggen bei mir. Ich habe einfach noch. Wir haben einfach noch 2,5 Minuten. Das wird so nicht funktionieren. So, das ist halt echt nicht. Ich muss nur einen guten Shot bekommen, wie ich mit dem Dings noch da mache, ne? Mit dem Launchpad. Alter, wir sind noch nicht fertig, ne? Wir müssen da hinten noch machen, ne? Das weißt du. Scheiße. Komm mal her, nein, wir. Nein, schnell. Komm her. Du musst jetzt hier machen. Schnell. Ja, weil hier nämlich ein Launchpad wäre. Mach einfach, komm. Wir müssen einfach das hier machen. Dann haben wir's. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir komplett Loot Lake in Dings zugebaut. In ungefähr 45 Minuten. Oder eine halbe Stunde.
Digga. Ich schwör's dir, wenn dieses Video gut ankommt, ja. Dann machen wir das jetzt mit jeder Stadt einmal. Habt's gehört, Leute. Oh, Viking wird so ekelhaft, ne? Fuck. Nein. Was? Was denn? Nein, meine Batterieleistung lässt komplett nach. Also jetzt komplett aufgegeben, gleich. Und aber nur die von der rechten, von der einen Maustaste. Also nur von der einen Hälfte. Oh Gott, warum ist hier ein Boot? Erst dort ist der Baus einfach schnell ab. Hab ich schon. Nacht, ne? Ja, bis dahin wird's ja wieder Tag, ne? Glaube ich nicht. Weil die Zone ist sau schnell. Kommt die schon? Nee. Sau schnell, also ultra schnell. Ja, halt, die macht nirgends mehr Stopp und die kommt schon relativ schnell. Ist die so normal Okay, schnell, wir müssen das Launchpad aufstellen. Schnell, komm mit. Wir brauchen das Launchpad. Komm bitte, wird. Richtig weit hoch, okay? Ja, wir haben noch 30 Sekunden, Digga. Ich sag mal, bis die Zone bei uns ist, so eine Minute. Maximal. Leck mich. Alter, das ist so spannend. Ich kann nur 6 Dings hochbauen. Oh, Stefan. Ich kann nur 6 hochbauen, ne? Du musst machen. Achso, fuck, warte. Okay, ich glaube, das reicht. Ich muss einfach nur drauf gucken, weißt du? Bau eine normale Plattform. Man sieht einfach, wo wir keine Zeit mehr hatten. Ich hab kein Launchpad. Nicht dein Ernst. Ich hab aber noch eins, oder? Ich hab noch eins, ich hab 3. Okay. So, ich fliege jetzt hier nur so ein bisschen rum, so. Wie diese Stelle hier mit Metall aussieht, da von oben, ne? Das ist so freaking amazing. Oh mein Gott. Wollen wir es noch schaffen in die Mitte? Komm, wir schaffen es noch in die Mitte. Aufs Launchpad, los! Warte auf mich. Prank, okay? Prank. Du hast ein Dings hin. Du hast jetzt nicht ernsthaft da. Ach du Scheiße, ich kann da nicht rumbauen, das weißt du ja. Du kannst drum rumbauen. Scheiße! Ich wollte das Teil kaputt machen. Du stirbst jetzt. Nee, ich bin aufs Launchpad. Alter, ist nicht dein Ernst? Weil ich gehört habe, wie du Scheiße gesagt hast. Was denn, Stefan? Was ist? Gleich. Markier mal bitte. Markier mal bitte, wo die Zone wird. Genau hier. Auf diesem Berg hier so. Hier ist die Mitte, genau da. Oh Gott, das wird so ekelhaft, ja. Alter, wir müssen da komplett drüber noch. Scheiße, ich geh in die falsche Richtung. Ich geh noch in die falsche Richtung, ne? Ich muss deinem Marker folgen. Wen nennst du denn hier Opfer? Wenn du richtig läufst, kommst du an 2 Launchpads vorbei. Also an einem, dann läufst du ein Stückchen, dann läufst du eine Treppe hoch und dann ist da noch ein. Ja, ich muss mich jetzt eigentlich nur beeilen, ne? Weil sonst bin ich gleich Matsch wegen der Zone, ne? Also, oha. Komplett. Wieso bist du so schnell? So, Launchpad. Ich hacke. Ah, okay, ich hacke auch nicht. Da habt ihr das gehört, Freunde. Euer guter alter Hackerfreund. Alter, die Zone ist ja ultra schnell, ne? Ja, ach was. Aber jetzt mal übelst. Scheiße, ich muss mich hochbauen. Scheiße. Alter,
Alter, bitte prank mich jetzt nicht. Digga, wenn wir das überleben. Warte mal, ich suche dich per Infrarotlicht. Alter, wir haben. Und wir müssen, glaube ich, mehr nach da. Leute, wir haben Loot. Das muss ich einfach haben. Wir haben komplett. Ich habe auch Infrarot, ne? Leute, wir haben komplett Loot Lake zugebaut. Mit allen Materialien, die es gibt. Also, Leute, zu zweit, ne? Also, wir sind jetzt nicht die Einzigen, habe ich leider bemerkt, ne? Wir dachten so, yo, Mann, das wird eine richtig gute Idee. Also, wir müssen weiter nach da. Digga, wir müssen weiter nach hier. Damit die Sonne uns nicht gleich wegnippelt. Wegskedadelt, skedudelt. Das Sonnenende wird genau hier sein. Genau hier wird das sein. Nein, genau hier wird das sein. Guck mal, wo ich bin. Ich sehe das Lama. Leute. Das ist es, Leute. Oh mein Gott. Leute, ihr wisst nicht, wie lange das gedauert hat. Natürlich wisst ihr, ihr habt hoffentlich das ganze Video durchgeguckt. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Abonniert, weil das hat echt verdammt lange gedauert. Und ja, wir sehen uns dann. Die Sohn tötet uns jetzt. Flachs nicht rum, Boy. Oh. Hab nicht mehr viel HP. Bei dir steht jetzt sogar noch epischer Sieg. Ich tot bin. Jo, 10. Jo, Leute. Epic Win. Bei einer Baurunde. Ja, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was wir als... Ja, also, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was wir als nächstes machen wollen, sollen, dann lasst es einfach mal unten da. Und ja, als nächstes, wenn da nichts kommt, dann werden wir uns irgendwas überlegen, wenn es denn gut ankommt. See ya, bye.